So, hallo, servus. So, in dem Video machen wir die neue Questline mit dem Eimer. Bucket Questline. Irgendwie auf Englisch. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall, das ist eine neue Quest, die mit dem letzten Update dazugekommen ist. Wir werden dann am Ende eine Waffe bekommen. Und diese Questline machen wir. Ich habe komplett neu gestartet, also meinen Spielstand zurückgesetzt, weil der Percival-Boss nach Weiler, also nach dem Checkpoint Weiler, da kommt ein Percival-Boss. Und jeder, der das Spiel durchgespielt hat und diesen Boss nicht gemacht hat, der wird dann das Quest-Item dort im Bossraum nicht auffinden. Ne? Und jeder, der das gemacht hat, muss nicht ein neues Spiel starten, kann nämlich die Quest einfach, auch wenn man das Spiel schon durchgespielt hat, nachspielen. Ne? Ansonsten geht das nicht, weil der Boss spawnt dann nicht wieder auf, nachdem man das Spiel Game durchgespielt hat. Deswegen starte ich hier neu. Wichtig ist auch noch, wir brauchen 12 Quest-Items und wir dürfen nicht mehr als 4 Quest-Items in unserem Inventar haben. Wir müssen jedes Mal wieder zurückgehen und 4 Items abgeben und das müssen wir 3-mal machen. Und dann haben wir auch die Quest fast abgeschlossen. Aber wir starten jetzt hier im Hub. Ich will gar nicht so viel rumschnackern. Wir starten die Quest hier im Hub und holen uns die Geste Salut. Die ist neu dazugekommen. Hier liegt die Geste, die neue Geste, die sammeln wir uns ein. Ich bekomme zwar Kraftschädel, aber das ist hier die Queste, weil die Geste, weil ich die schon eingesammelt habe. Also hier einsammeln die Geste. Oh Gott, was ist nur los mit mir? Und dann laufen wir einfach weiter hier in den Heiligtum rein. Aktivieren hier den Checkpoint. Heiligtum. Und dann machen wir das in einem Rutsch hier. Die paar Sachen und dann werden wir auch ein bisschen zusammenschnibbeln. Auf jeden Fall beginnt dann hier die Quest sozusagen. So, hier könnt ihr euch die Rüstung einsammeln. Das solltet ihr auch, ne? Das müsst ihr auch. Wir sammeln das ein. Zerbrochener Eimer. Müssen wir ausrüsten. Die Waffen nehmt ihr mal raus. Und nehmt euch den zerbrochenen Eimer rein. Das müsst ihr ausrüsten. Und jetzt müssen wir 3 Gesten machen. Ne? Die habe ich schon hier ausgerüstet. Das ist einmal der Gruß. Einmal nach unten zeigen. Also verbeugen. Ist wahrscheinlich falsch übersetzt, oder? Oder der zeigt nach unten. Und einmal die neue Geste. Bucket Lords Gruß. Und wenn ihr jetzt mit dem NPC interagiert, dann heißt es, der Stolz der Bucket Lords wurde bestätigt. So, somit fängt die Quest an. Und jetzt müssen wir den Boss unten besiegen. Dazu rüste ich mir wieder meine Waffen aus. Meine Lichtschnitte. Ja, die Fähigkeit funktioniert aktuell wieder nicht, seit dem Patch, oder? Ja, die funktioniert wieder nicht. Update raus. So, an hier können wir vorbeilaufen. Und jetzt kommt auch dieser Typ mit in den Bossfight rein. Bei allen Bossen wird er uns zu Hilfe kommen. Da ist er auch schon. So, ich habe den Parasiten entfernt. So, können wir mal hier Waffe buffen. So, ziehen wir ihn mal raus. Der macht ja gar keinen Damage. Aber wir schon. So, somit ist er besiegt. Und da wird jetzt ein Item spawnen. Da ist es auch. Ja, da ist das Item und das brauchen wir. Das ist Nummer 1. 4 Stück brauchen wir von denen. Ja, Stolz des Bucket Lords. Und wenn wir 4 Stück haben, werden wir wieder zurückgehen nach oben und geben die Sachen ab. So, jetzt machen wir aber einen Cut und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Boss. Ja, und jetzt als nächstes starten wir am Checkpoint Glockenraum. Ja, den kennen wir ja. Das ist ein wichtiger Checkpoint, ne? Und fahr mit dem Aufzug runter. Natürlich musst du den vorher freigeschaltet haben, das ist klar. Das ist eine Abkürzung runter zum Schmied.
hier unser zweites Item. Das haben wir auch, stolz des Stolz der Bookhead Lords. Und dann sehen wir uns gleich woanders wieder. Also bis gleich. So, und jetzt sind wir hier am Checkpoint Weiler. Das ist nach dem Boss der verstummte Heilige. Ne? Danach kommen wir hier an diesen Checkpoint und von diesem Checkpoint aus laufen wir jetzt und gehen jetzt in die nächste Boss-Arena rein und besiegen den Boss und kriegen das dritte Item. Da laufen wir jetzt hin. Und da ist auch wieder. So, wenn sie kommt, dann erscheint das Item hier. Da ist es auch, ne? So, das haben wir. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Boss wieder. Und bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wir sind wieder hier am Checkpoint Weiler. Und haben einen langen Weg. Wir werden von hier starten, damit ihr das auch seht. Und das machen wir im Schnelldurchlauf gleich. Also wir laufen jetzt wieder in die Richtung. Und dann, ja, einfach mir folgen. Und ich werde wieder anfangen zu reden, wenn wir da sind. So, da sind wir auch schon da. Das ist der nächste Boss, den wir machen müssen. Und unser Kollege müsste auch noch dazu kommen, jetzt gleich, ne? So, machen wir mal hier zwei Feuer. So, den haben wir auch. Und das Item liegt, glaube ich, da vorne am Ausgang. Ja, da ist es. Das ist Nummer 4. Und jetzt werden wir mal nahtlos, weil wir 4 Stück jetzt haben. Wir gehen jetzt zurück. So, da sind wir. Und jetzt geben wir einfach jetzt die 4 Dinge ab. Sollst der Bucket Lots übergeben? Ja, machen wir. Und haben wir einen Eimer fürs Schuh bekommen. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Boss. Und bis gleich. So, als nächstes starten wir hier am Checkpoint Depot und machen die infernale Zauberin. Die ist hier gleich, ne? Also direkt vom Checkpoint Depot. Infernale Zauberin. So, brauchen wir unsere Waffe. Und dann schauen wir mal. Wer kommt mit dazu? Natürlich, wenn er jetzt stehen bleibt, können wir einmal dieses Feuer machen. Nein, kann man nicht. Ja, er ist da. Er kann uns ein bisschen Ablenkung sagen. Ne? Und das war's dann mit dem infernalen Zauberer. Und das Item müsste hier sein. Da ist es gespawnt. Und das ist dann wieder Nummer 1 oder wie ihr nennen wollt, Nummer 5. Und 3 Stück brauchen wir noch, bis wir dann wieder zurückgehen und die Dinge abgeben. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Boss. Bis gleich. Als nächstes befinden wir uns dann hier am Checkpoint Lastenaufzug in der Mine. Und von hier aus laufen wir zum nächsten Miniboss, beziehungsweise zum nächsten Boss, der uns das nächste Item abgibt. Machen wir wieder im Schnelldurchlauf und dann rede ich dann, wenn wir da wieder dort ankommen. Ja,
Ja, das ist auch. Muss nochmal schnell buffen, bevor er kommt. So, der ist dann wieder da drin, ne? Im Bossfight und hilft uns. Können wir eventuell nochmal hier so einen Zauber reinwerfen. So, das war's dann auch mit ihm. Und das Item liegt dann hier. Das nehmen wir uns. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Boss. Ja? So, nächster Step ist dann Schneegebiet. Da müssen wir dann zwei Bosse machen. Also ich bin hier am Checkpoint Windmühle. Und jetzt gehen wir da durch die Tür. Den Schlüssel haben wir jetzt gelootet, ne, im Hub. Der liegt da direkt am Checkpoint im Hub. Und wir machen jetzt den Boss, den ersten hier im Schneegebiet. Also nicht die Krähe, sondern diesen Blödmann. So, muss man nach Umbral, okay. Was ist der Boss? Voller Wäsche, der ihn reingehen müsste. Ich schaffe schon, dass wir den so wollen. Auf jeden Fall kommt jetzt der Kaiser schon, der hilft uns. Komm mal, den will ich so nie. Wenn ich was sehen würde, wäre super. So, da haben wir es. Und das Item liegt, glaube ich, hier irgendwo. Schauen wir mal. Da, direkt vor mir. Wunderbar, das haben wir auch. Und jetzt machen wir gleich noch einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das mit dem Cut hätte ich mal sparen können. Also, wir sind dann hier direkt am Checkpoint Lehen und machen jetzt den nächsten Boss. Den nächsten Miniboss. Da laufen wir auch wieder im Schnelldurchlauf und dann rede ich dort, wenn wir wieder angekommen sind. Und das ist auch hier mein Boss jetzt. Mit mir wahrscheinlich auch gleich. Wieso kann ich... Achso. Okay, und das Item... Haben wir das jetzt eingesammelt? Ne, das ist hier. So, und da haben wir das Item. Und jetzt haben wir wieder vier Stück zusammen. Da geben wir wieder nahtlos zurück. Und geben das ab. So. Habe ich schon einen Moment gedacht. Scheiße. Warum kann ich es nicht abgeben? Also, wir geben nochmal hier die vier Teile ab. So, und jetzt haben wir einen Helm bekommen. Nice. Als nächstes werden wir den Boss in unten machen, im Glockenraum. Ne? Wir starten hier am Checkpoint Glockenraum. Den Schlüssel habe ich bei Stormont gekauft. Wir können jetzt hier die Tür aufmachen und dann machen wir das wieder im Schnelldurchlauf bis zum Boss und dann rede ich erst, wenn wir wieder beim Boss sind. So, und da sind wir ja auch schon. Ich bleib mal hier einfach mit dem Umbral. Ich denke mal, dass ich den so schaffe. So, machen wir erstmal hier den Parasiten da drin kaputt. Und den Parasiten beim Boss. Ja. Und er ist auch schon wieder da, ne? Können wir hier
Ja gut, das wollte ich zwar nicht, aber egal. Das wollte ich zwar nicht, aber hauen wir den mal weg. Jetzt können wir seine Bitches weghauen. So, weg mit euch. So, und das Item liegt hier. Ne? Da haben wir wieder... Fangen wir wieder von neu an. Die 1. Ne? 3 Stück brauchen wir noch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Boss. Als nächstes starten wir jetzt hier am Checkpoint Lemprosarium. Und wir werden jetzt an einer Stelle, da laufen wir ganz schnell hin, also im Schnelldurchlauf, wenn wir da hinlaufen. Und an einer Stelle werden wir uns einen Setzling setzen und die letzten 3 Bosse von diesem Setzling aus dann alle erledigen. Dann würde ich sagen, ich schnack nicht so viel rum und machen wir im Schnelldurchlauf. Nachdem wir hier den Boss hier, den Gegner besiegt haben, kriegen wir den Schlüssel, dann laufen wir ganz schnell da durch. So, also von hier aus werden wir 3 Bosse machen. Einmal den Giftboss, einmal die Zwillingsbosse und einmal die Ursula. Wir gehen erstmal zu diesen Abedin-Wächtern. So, die sind ja ziemlich gegen Feuer anfällig, ne? Gucken wir mal hier, dass wir hier einen direkt rausnehmen. Ja. Perfekt. Der ist schon mal tot. Sehr gut. So, sie ist auch weg. Ja, das ging ganz schön schnell. Und das Item liegt hier draußen, nehmen wir mit und dann sehen wir uns gleich wieder an dem Checkpoint, was wir eben gerade gesetzt haben. So, also wieder zurück zum Checkpoint. Machen wir jetzt hier, gehen wir hier raus und machen hier diesen, wie heißt er nochmal, Aasritter, glaube ich. Ne? Da machen wir jetzt den Aasritter, den Gesegneten. So, das Item liegt hier, nehmen wir uns. Wunderbar. Und dann gehen wir einfach zurück zum Checkpoint und gehen zum nächsten Boss im Schnelldurchlauf.
Oh, ich hab noch einen Skillshot gemacht, ne? Vielleicht ein Fabian. Die heizt sich, ne? Die heizt sich. So, das war's dann noch mit ihr. Und das Item liegt hier. Da haben wir es. Ne? Das war auch das letzte Item. So, und dann sehen wir uns gleich in Heiligtum wieder, würde ich sagen. Jetzt können wir hier das abgeben. So. So, wir haben Stolz des Burkhards Lords verwendet und ja, er hat jetzt nichts mehr zu sagen, ne? Das ist alles. Und jetzt gehen wir nach, gehen wir zum Wirtshaus. 10 upgraden und ja. Ich muss mal testen, die hat eine Fähigkeit nämlich. Mal gucken, wie krass die reinhaut. So, hier oben. Müsste jetzt, ja, da ist die Tür, ne? Und somit haben wir die Quest beendet. Das ist unsere Waffe. Vergoldeter Eimer. Ich würde sagen, habe ich schon Samen? Ja, habe ich. So, wir sehen uns gleich. Wir werten mal die Waffe auf und dann testen wir die ein bisschen. Ja, so, da bin ich wieder. So, das ist die Waffe. Ne? Die haben wir jetzt auf plus 10 abgegradet. Die hat eine Stärke- und Agilitätsskalierung auf 12. Wir machen Heiligschaden, wir machen Entzündung, glaube ich, 45. Und wir machen auch noch, ist das Frost? Ja, müsste auch noch, ne, Schwächung. Ist das eine Heiligfeuer-Schwächung? Ja. Und hat eine Fähigkeit. Ja. Das sind so die R1-Attacken. Die R2-Attacke. Oder R1. R1, R2. Ja, die Movesets sind gleich, aber wenn wir hier die Spezialattacke machen, dann machen wir sowas. So, irgendwelche Holzbretter kommen da raus. So, schauen wir mal ein bisschen, was die Waffe kann. So, Einzeldamage ist jetzt nicht so geil. Aber wir können mal hier die Spezialfähigkeit probieren. Ja, so geil ist die Waffe. Also ich weiß nicht, vielleicht noch ist da irgendwas falsch. Aber gut, wir können ja auch noch die Waffe buffen. Ne? Machen wir mal hier auf Feuer. Machen wir mal hier einmal ein paar Schläge. Und einmal die Fähigkeit hinterher. Ja. Warum macht er das nicht? Weil ich keine Ausdauer hatte, oder was? Warte mal. Backt. Entweder backt oder ich bin scheiße. Komm mal hier. R1, R2. Macht die das nicht, weil ich jetzt einen Feuerbuff habe? Eventuell? Ja, das kann schon sein, ne? Das kann natürlich sein. So, gucken und probieren wir nochmal. Ja. Ich glaube, die darf man gar nicht buffen, ne? Warte, ich buff die mal. Doch, geht. Irgendwann hat es nicht funktioniert. Oder weil es, weil ich keine Mana hatte. Brauchst du da Mana? Nee, Quatsch. Brauchst du gar nicht. Okay, wir probieren es nochmal. Ich will mal gucken, was die Fähigkeit an Damage macht. Naja, es gibt... Das ist ja nett. Vielleicht gut. Ich weiß halt nicht, ob man das vielleicht irgendwie... Gut, ich habe ja auch keine Stärke. Geskillt, ne? Das muss man auch sagen. Weil die Waffe skaliert ja mit Stärke noch. Hat, ja gut, der hat schon eine krasse Skalierung, ne? SS-Skalierung, Stärke und Agilität, gut. Ja, müsste man mal probieren, aber ich bin halt, wie gesagt, nicht auf Stärke, sondern ich bin in Inferno Agilität. Okay, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Questline oder so, wenn die rauskommt. Dann sag ich mal, ja, machen wir den Burkhard Lords Gruß. Ja.
Adios, macht's gut, ciao, ciao.